Ja, ich glaube, dass einige Spieler noch nicht in München angekommen sind, vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sprechen gerade da über zwei Franzosen, Upamecano, Wunschspieler gewesen, waren auch viele andere europäische Topvereine hinterher, aber scheint mir so noch ein bisschen zu wackeln, ein bisschen Fremdkörper, sowohl im Aufbauspiel, auch im Defensivverhalten, nicht jetzt wegen dem Beinschuss, den er da bekommen hat, sondern hat schon einige Fehler gemacht, auch bei Hertha BSC, den Rückpass zu Manuel Neuer und ja, das ist einfach nicht ein Spieler, der bisher angekommen ist beim FC Bayern. Hernandez, auch da immer viele Foulspiele, häufig auch zu langsam in den Zweikämpfen. Ich möchte eigentlich nicht gegen ihn spielen, weil er ein unangenehmer Spieler ist, weil er ein körperbetonter Spieler ist. Aber trotzdem hat er Defizite und ja, ich hoffe, dass sie besser zurechtfinden. Die haben beide sehr viel Geld gekostet. Und Hernandez, weiß man, das ist der teuerste Spieler, war, den Bayern jemals gekauft hat, hat ein hohes Gehalt. Und ja, da wird natürlich dann von meiner Meinung nach mehr verlangt. Nicht nur von mir, von den Fans, sondern vor allem auch von den Verantwortlichen. Die nehmen ihn natürlich oder die nehmen ihre Spieler nach außen in den Schutz. Aber andererseits sehen ja alle, dass Hernandez und Upamecano zurzeit nicht den sichersten Eindruck hinterlassen. Und das ist natürlich dann auch ein Problem für die Mitspieler, die das ja auch merken. Und es gibt natürlich den Mitspielern auch keine Sicherheit. Stichwort Upamecano nochmal. Du sagst, er braucht noch Zeit. Glaubst du, er kommt noch? Oder, ich sage, er ist 7, 8 Monate hier. Ja. Wie viel Zeit soll man dem Spieler noch geben? Er hat ja seine Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt. Er ist ja jemand, der die Bundesliga kennt. Er kennt die Gegner, er kennt die gegnerische Mannschaft. Er hat keinen neuen Trainer bekommen. Also Zeit geben wir nicht mehr. Er ist bei Bayern München und in der Zeit, wo er da ist, bringt er meiner Meinung nach zu wenig. Dass man Anlaufschwierigkeiten hat, das ist nicht immer hundertprozentig funktioniert. Dann nehme ich den Spieler in Schutz. Aber nach 8 Monaten hat er mir zu wenig geliefert in den Spielen, wo er auf dem Platz gestanden ist. Fehleinkauf ist noch zu früh, oder? Nein, Fehleinkäufe wollen wir nicht sprechen. Das kann man mal nach der Saison, wo die Erfolge dann vielleicht da sind, vielleicht gewinnt man noch die Champions League, dann wird man dieses Interview von mir sagen, ach, Fehleinkauf hat er gesagt und jetzt sind sie Champions League sicher. Also das Wort nehme ich nicht im Mund, aber wir erwarten natürlich härtere Zweikämpfe, besseres Positionsspiel, mehr Stabilität in der Abwehr, um dann eben auch diese Gegentore zu vermeiden, wenn auch das eine oder andere auch mal nicht vermeidbar ist. Zum Beispiel das dritte Tor, glaube ich, von Bochum. Das war eben super herausgespielt. Es war einfach, ja, vielleicht nicht konsequent in Zweikampf gegangen, der Beinschutz, den Coman bekommen hat, dann der Hackentrick, wo man dann vielleicht auch einen Meter zu weit weg ist. Und dann kommt halt da einer zum Schuss, der noch nie ins Kreuzer geschossen hat. Aber da trifft er halt gegen Bayern und das sind halt dann so Sahne Tage, wie ich vorher schon gesagt habe.